Yo Leute, was geht ab? Hier ist der Lance heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und ja, wie soll es anders sein? Natürlich mit Advanced Warfare, ganz frisch ist es raus. Und ich habe natürlich schon gesuchtet wie ein Geisteskranker. Und unter anderem eins der Sachen, ja, wo mich am meisten interessiert haben, gleich ausprobiert. Und ich schätze mal, das interessiert auch einige von euch. Deswegen dieses Video. Ja, was hat's mit dem Zombie-Modus auf sich? Und ja, vor allem mit der Cutscene, die geleakt wurde. Wo man ja eben den Zombie-Modus sehen kann. Und aus diesem Grund habe ich mir einfach meinem Kumpel den Fun-Tool geschnappt und ja, wir haben das Ganze gleich mal ausgetestet und alles gespielt, was man spielen muss, um zu dieser Zombie-Runde zu kommen. Und ihr könnt es im Hintergrund sehen, wir spielen hier Exo Survival auf der Map Riot. Das ist die letzte Map, Stufe 4 Map. Und bis dahin muss man ja ein paar Sachen erledigen. Man muss für Stufe 1 25 Runden überleben, für Stufe 3 50 und für Stufe 3 dann 100 Runden, das heißt insgesamt 175 Runden überleben, bis man zu dieser Map hier kommt. Und dann spielt man auf dieser Map nochmal 10 Runden und dann kommt eben die Zombie-Runde. Ja, das Ganze ist ein bisschen zeitaufwendiger, das heißt, man muss da schon, ich sag mal so, 4 Stunden, ja, 4-5 Stunden investieren, vielleicht auch 3, wenn man schnell ist, und ja, diese Map freizuschalten. Ich weiß es nicht, das Ende, ihr könnt es euch ja ansehen, vielleicht haben es noch nicht alle gesehen, ist ein bisschen offen, vielleicht wird da noch was kommen, dass da vielleicht in den DLCs dann Survival Maps mit Zombies kommen, ich weiß es nicht, würde mich auf jeden Fall freuen, aber ja, wir können es leider nicht sagen, deswegen müssen wir uns da auf jeden Fall überraschen lassen, aber cool würde ich es auf jeden Fall finden. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Modus haltet und ob ihr glaubt, ob da noch was kommt. Ich wollte euch auf jeden Fall mal zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Und ja, jetzt ist die Runde 10 ja gleich überstanden. Noch ein so ein Bot und dann kommt die Runde 10. Runde 11, die sogenannte Zombie-Rumbe. Und deswegen würde ich sagen, ja, schaut es euch einfach an und wir sehen uns mit dem nächsten Video. Euer Lenz, Wiederschauen! Sensoren zeigen Manticore-Signaturen auf dem Weg zu euch. Den Himmel beobachten. Team, Statusbericht, Statusbericht. Verbündete Truppen, hier Gideon. Hört mich jemand? Ist da draußen jemand? Hier spricht Gideon. Bitte kommen. Willkommen zurück, Team. Ich dachte schon, wir hätten euch verloren. Waffenkammern und Exos sind ausgefallen. Der EMP muss sie lahmgelegt haben. Diese DNS-Bombe hätte euch töten müssen. Sie muss wohl auf feindliche Einheiten programmiert gewesen sein. Aber warum? Vorsicht, Männer. Da kommt was auf euch zu. Schnelle Einheiten. Viele davon. Waffen aufnehmen und bereit machen. Feuerschutz! Was zum Teufel sind das für Dinger? Team, Bericht! Gegen was zur Hölle kämpfen wir da? Was zur Hölle ist hier los? Exos wieder verfügbar. Fußsprung zum Ausweichen nutzen. Extraktionsteam auf dem Weg zum Gefängnishof, schnell! Ziel
Augen zu mir, ist das ein Biss? Was ist da unten passiert? Alles gut. Du bist in Sicherheit. Sind nicht mehr viele von uns übrig. Oh Gott. Siehst du das? Gut gemacht, Atlas.